Was ist Marketing? Und warum ist es im Einzelhandel so wichtig? Marketing ist nicht nur Werbung. Marketing umfasst eine Vielzahl von Maßnahmen, um Kunden zu binden. Ziel ist es, den Umsatz des Unternehmens zu erhalten oder zu erhöhen. Marketing ist besonders in den letzten Jahren im Einzelhandel sehr wichtig. Das Marketing muss ein Ziel haben. Dieses leitet sich aus den Unternehmenszielen ab. Das oberste Ziel des Marketing ist die Zufriedenheit der Kunden, denn zufriedene Kunden kommen gerne wieder. Das Marketing soll Kundenbedürfnisse auf profitable Art erfüllen. Es soll Kundenwünsche entdecken und erfüllen. Das Marketing soll dem Kunden das Gefühl geben, dass er der wichtigste Mensch ist. Marketing ist eine Form der Unternehmensführung, bei der der Einzelhändler alle Maßnahmen auf die Erfordernisse der Kunden ausrichten. Der Kunde ist die wichtigste Person für das Einzelhandelsunternehmen. Durch seinen Einkauf ist er der Arbeitgeber des Einzelhandelsunternehmens. Für das Bestehen des Einzelhandelsunternehmens ist es unverzichtbar, dass es die perfekte Erfüllung der Kundenwünsche in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellt. Kurz gesagt, der Kunde ist König. Aber auch Könige können sich nicht alles erlauben. Sie müssen sich nicht behandeln lassen, wie ein Mensch zweiter Klasse. Sie müssen trotzdem versuchen, dem Kunden seine Wünsche zu erfüllen, sodass er immer wieder gerne bei Ihnen einkauft. Marketing ist mehr als nur Werbung, Marketing umfasst alle Maßnahmen, um Kunden zu gewinnen und zu binden. Marketing erfordert Ziele, die sich aus den Unternehmenszielen ableiten. Marketing muss gezielt eingesetzt werden. Deshalb Marktforschung.